Es ist einmal, vor langer Zeit, mitten im Winter, eine Königin am offenen Fenster gesessen und hat genäht. Plötzlich hat sie sich mit der Nadel in den Finger hineingestochen und ihr Blut ist auf den weissen Schnee getropft. Das hat so schön ausgesehen, dass sie sich gewünscht hat, ich will ein Töchterli. Mit Haut so weiss wie Schnee, mit Haar so schwarz wie das Ebenholz von meinem Fensterrahmen und mit Lippen so rot wie mein Blut. Ihr Wunsch ist in Erfüllung gegangen und sie hat das herzige Töchterli Schneewittli getauft. Aber schon gleich darauf abe ist die Mutter vom Schneewittli gestorben. Das Schneewittli hat eine Stiefmutter bekommen. Die neue Königin war eine schöne Frau, aber auch stolz und sehr eifersüchtig. Sie hatte einen Zauberspiegel. Vor dem ist sie angestanden und hat ihn gefragt. Spiegeli, Spiegeli an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und der Spiegel hat jedes Mal gesagt, Frau Königin, Sie sind die Schönste. Das Schneewittli ist gewachsen und mit jedem Jahr schöner geworden. Und als das Schneewittli 7 Jahre alt war, hat der Spiegel an der Königin plötzlich eine andere Antwort gegeben. Er hat gesagt, Frau Königin, Sie sind die Schönste gewesen. Aber das Schneewittli ist 1000-mal schöner als sie. Die eifersüchtige Königin hat jetzt nicht mehr schlafen und nichts mehr essen können. Und schliesslich hat sie den Jäger gekommen und hat ihm befohlen, er soll mit dem Schneewittli in den Wald gehen und es dort töten. Im Wald hat das Schneewittli briegt und bettelt und hat dem Jäger versprochen, es käme nie mehr heim, wenn er es nur am Leben ließ. Am Jäger hat das schöne Mädchen leid getan. Und weil er gedacht hat, es werde sowieso bald von einem wilden Tier tot, hat er es am Leben gelassen. Das Schneewittli ist den ganzen Tag gelaufen, durch den Wald und über Berge und durch Täler, bis es am Abend zu einem kleinen Häuschen gekommen ist. Im Häuschen ist ein Tischchen gestanden. Dort drauf hat es 7 kleine Tellerli und 7 kleine Becherli, 7 kleine Gäbeli, 7 kleine Messerli und 7 kleine Löffeli. Und an der Wand sind 7 kleine Bettli gestanden. Das Schneewittli hat so Hunger gehabt, dass es ab jedem Tellerli einen Biss gegessen hat und aus jedem Becherli einen Schluck getrunken. Nachher ist es in ein Bettli hineingelegen und sofort eingeschlafen. Als es schon dunkel war, sind die Bewohner vom Häuschen heimgekommen. Die 7 Zwergli, die den ganzen Tag im Bergwerk fleissig gearbeitet haben. Einer hat gefragt, wer hat von meinem Tellerli gegessen? Ein anderer, wer hat aus meinem Becherli getrunken? Und ein dritter, wer hat mein Gäbeli gebraucht? Und so weiter. Und schon gleich haben sie Schneewittli schlafend im Bettli gefunden. Als das Schneewittli am Morgen verwacht ist, ist es schön verschrocken. Aber die Zwergli waren so lieb zum Schneewittli, dass es ihnen schon gleich seine ganze Lebensgeschichte erzählt hat. Die Zwergli haben gesagt, bleib doch bei uns, Schneewittli. Du kannst für uns kochen und waschen und putzen und mit uns zusammen wohnen. Und das Schneewittli ist noch so gern bei den 7 Zwergli geblieben. Jeden Tag sind die 7 Zwergli arbeiten und das Schneewittli hat die heiße Arbeit gemacht. Die böse Königin ist wieder vor ihrem Spiegel angestanden. Und das Mal hat er ihr zur Antwort gegeben. Frau Königin, da sind Sie die Schönste. Aber das Schneewittli hinter den 7 Bergen, bei den 7 Zwergen, ist noch 1000-mal schöner als Sie.
Königin ist verrückt worden. Sie hat gewusst, dass der Spiegel nicht lügen kann und dass in dem Fall der Jäger sie beschissen hat. Sie hat Tag und Nacht studiert, wie sie das Schneewittchen umbringen könnte. Und schließlich ist sie als Märtfrau verkleidet am Häusli der Zwerge klopfen. Das Schneewittli hat die fremde Frau zuerst nicht reinlassen. Aber die Oberteile haben ihr so gut gefallen, dass es gleich zum Häusli aus ist und in eins hineingeschlafen. Da hat die böse Königin das Korsett so fest zugeschnürt, dass das Schneewittli keine Luft mehr bekommen hat und tot umgekehrt ist. Wo die Zwergli am Abend heimgekommen sind, haben sie die Seile gerade noch aufschneiden und am Schneewittli damit das Leben retten. Der Spiegel hat aber an der bösen Königin verraten, dass Schneewittli noch lebt. Sie hat sich etwas Neues überlegt und ist mit einem vergifteten Strahl ans Zwergenhäuschen geklopft. Und wieder haben am Abend Zwergli Schneewittli müssen retten. Jetzt hat das Schneewittli an den Zwergen hoch und heilig müssen versprechen, dass es nie mehr etwas von jemand Fremdem nimmt. Aber der dritte Anlauf der bösen Königin war erfolgreich. Sie hat nur die rote Seite eines Äpfels vergiftet. Das Schneewittli hat zuerst den Äpfel nicht annehmen. Aber wo die nette Bauernfrau den halbiert hat und selber die gelbe Hälfte gegessen hat, hat das Schneewittli in die rote Hälfte hineingebissen. Schon beim ersten Biss ist es tot umgekehrt. Am Abend hat der Spiegel zu der bösen Königin gesagt: Frau Königin, Sie sind die Schönste. Und die Königin war zufrieden. So gut eine eifersüchtige Seele kann zufrieden sein. Als die Zwergli heimgekommen sind, haben sie nichts gefunden, was am Schneewittli hätten können abziehen oder wegnehmen. Es hat nicht mehr geschnauft, aber es hat noch so schön ausgesehen, dass die Zwergli das Schneewittli nicht beerdigen wollten. Sie haben einen gläsigen Sarg gemacht, haben das Schneewittli reingelegt und Tag und Nacht ums Trauert. Eines Tages ist ein junger Prinz vorbeigeritten und hat den Sarg mit dem Schneewittli gesehen. Er hat sich sofort unsterblich ins Schneewittli verliebt. Nach langem Stürmen haben dem Zwergli zugesichert, er dürfe das Schneewittli heine auf sein Schloss. Beim Transport sind aber seine Diener über eine Wurzel hineingestolpert. Und bei diesem Ruck ist der giftige Äpfelbiss am Schneewittli zum Maul ausgefallen. Es ist wieder verwacht. Und gleich darauf haben das Schneewittli und der Prinz geheiratet. Zu dem Fest haben sie auch die böse Königin eingeladen. Wo die in der schönen Brut Schneewittli erkannt hat, ist sie vor Schreck wie versteinert. Man hat für sie schon ein paar eisige Schuhe auf der Glut heiß gemacht. Und in denen hat sie so lange tanzen, bis sie tot umgekehrt ist. Und wenn Schneewittli und der Prinz nicht gestorben sind, dann leben sie heute noch glücklich bei den sieben Zwergen hinter den sieben Bergen.